Und was haben Sie vor? Das wissen Sie genau. Kommen Sie! Was fällt Ihnen ein? Sie stehen immer noch in meiner Schuld. Aber Sie dürfen mich gern zum Abendessen einladen. Kaum bin ich mit Felix endlich zusammen, schon streiten wir. Es fühlt sich schrecklich an. Warum habe ich mich nicht sofort wieder mit ihm versöhnt? Er ist einfach zu weit gegangen. Er kann mir doch nicht verbieten, mich um meine Schwester zu kümmern. Das ist meine Pflicht und mein Recht. Und Felix ist der Vater. Er muss zu seinen Verpflichtungen stehen. Andererseits kann ich ihn ja auch verstehen. Wie soll denn das nur weitergehen mit Felix und mir? Und Rosalie? Ja? Hallo, Rosalie. Wie geht's dir? Rosalie? Es geht mir miserabel. Ich komme sofort zu dir, ja? Vergiss es. Du scherst dich an den Dreck darum, wie es mir geht. Sonst hättest du dich viel früher gemeldet. Rosalie. Hey, willst du auch was? Ist was? Rate mal, wem ich gerade eine geknallt habe. Lukas Tastro. Also doch. Und? Hat er sich gefreut, dich zu sehen? Der hat mich gar nicht erkannt. Und wenn tatsächlich seine Frau hier im Hotel wohnt, dann ist sie nicht zu beneiden. Warum? Er hat versucht, mich zu küssen. Was? Einfach so? Weil ich mich ein bisschen verschossen habe. In ihn? Nein, beim Bogenschießen. Ich habe ihm das Jackett durchlöchert. Annika, der Typ ist ein Idiot, aber sowas darf nicht passieren. Und schon gar nicht einer Schützin wie dir. Aber deswegen einen Kuss als Wiedergutmachung zu fordern. Unverschämtheit. Tja, typisch Zastro. Ständig auf der Jagd. Ich könnte ihm heute noch den Hals umdrehen, wenn ich daran denke, wie er mich im Geräteraum der Turnhalle eingesperrt hat. Wenn da nicht der Hausmeister gekommen wäre, dann würde ich da heute noch sitzen. Du heckst doch was aus. Ich sperre ihn in den Kühlraum ein und lass ihn bibbern, bis er zu Eis erstarrt. Meine Schwester, der eiskalte Rache. Sehr schön. Das meinst du ernst? Oh. Dr. Niederbühl? Hallo. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht bei der Beisetzung war. Wie geht's Frau Engel? Den Umständen entsprechend. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie scheint ein robustes Mädchen zu sein. Ich mache mir mehr Sorgen um Emma. Die Schwangerschaft belastet ihre Beziehung. Ist sie eifersüchtig auf das Baby? Im Gegenteil, sie ist sehr verständnisvoll. Und sie kümmert sich rührend um ihre Schwester und erwartet dasselbe von mir. Das ist doch sehr schön. Ja. Ich werde nur das Gefühl nicht los, dass Rosalie ihre Schwangerschaft benutzt, um Unruhe zu stiften. Naja, jedenfalls hatten Emma und ich deswegen Streit. Es tut mir leid. Vielleicht sollten Sie ein Gespräch zu dritt suchen. Das klingt vernünftig.
Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, Rosalie spielt nicht mit offenen Karten. Sie sollten sich darauf einlassen. Engel hier. Danke der Nachfrage, Frau Sombich, aber mir geht's leider gar nicht gut. Ich werde jetzt erstmal versuchen, ein bisschen zu schlafen. Aber es wäre sehr reizend, wenn Sie mir in einer Stunde einen Salat hochbringen lassen können. Sie machen das persönlich. Ja, sehr nett. Dankeschön. Ja, wiederhören. Leiden vor erlauchtem Publikum. Liebe fordert Opfer. Tee? Ja, bitte. Was ist denn da passiert? Ich würde sagen, ein glatter Volltreffer. Du kannst doch nicht rumlaufen, ich flieg dir das. Wie war dein Termin? Das ist ein guter Plätzchen. Der Termin ist geplatzt. Bist du mit deiner Firma in Schwierigkeiten? Nein, noch ist nicht alles verloren. Du bist pleite. So gut wie, ja. Die Bank will mir keinen Aufschub gewähren. Ja, und jetzt? Die Zeit rennt mir davon. Ich muss wahrscheinlich Insolvenz anmelden. Ja, vielleicht kann ich dir ja helfen. Du glaubst nicht, dass dir deine Mutter helfen kann. Ich bin sicher, dass Corbinian mich in seinem Testament bedacht hat. Dann bekommst du das Geld und dann kriegst du das schon hin. Das ist lieb, Mama, aber ich möchte dein Geld nicht. Ich muss das aus eigener Kraft schaffen. Außerdem ist gar nicht sicher, ob du erbst. Na, dann haben wir immer noch das Hotel. Mach bitte sei realistisch, okay? Die Frist ist verjährt. Und das muss ich mir von meinem eigenen Sohn anhören. Ich hätte erwartet, dass du mir den Rücken stärkst. Das Hotel gehört mir. Mama, bitte. Und ich werde diese falsche Saalfeld dazu kriegen, dass sie mir das Hotel abtritt. Und zwar freiwillig. Sie hat ein gutes Herz. Das ist ihre Schwachstelle. Und wenn ich das geschickt anstelle, dann gibt sie mir das zurück, was sie mir schuldig ist. Und bis dahin leben wir eben von Corbinians Geld. Das sind falsche Hoffnungen, Mama. Nein. Ich weiß, wovon ich spreche, Lukas. Ludwig Saalfeld hat Corbinian sehr viel Geld dafür bezahlt, dass er Charlotte und mich vertauscht hat. Und Corbinian hat sich damit eine Praxis gekauft und über die Jahre ein Vermögen verdient. Das Geld ist ihr nicht versteuert worden. Er hat es in die Schweiz geschmuggelt. Nicht gerade ungefährlich heutzutage. Ich kenne die Bank, aber das Kennwort kenne ich nicht. Vielleicht steht das ja im Testament. Corbinians Geld, das Geld der Saalfeld, das sind doch alles Luftschlösser, Mama. Nein, mein Junge. Ich verspreche dir, bald hat es ein Ende mit der Armut. Und ich trete das Erbe der Saalfelds an. Und dann